Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir mal in diesen kleinen, direkt vom Feld mit Authentic Blades Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Der kostet 119 Euro und hier sind irgendwelche Sachen zum Kochen drin, da sind Messer drin. Ich bin sehr, sehr gespannt. Er ist super leicht, Leute. Ich hatte ihn mir viel schwerer vorgestellt. Vielleicht täuscht das aber einfach. Vielleicht ist das Gewicht auch einfach aufgrund der Größe mega krass verteilt. Wir werden uns das Schätzelein mal zusammen reinziehen und solltest auch du Teil der Crew hier werden wollen, dann abonniere doch super gerne meinen Kanal und verfolge mich auf meiner kleinen, aber feinen Beauty-Reise. Wir haben hier direkt zwei Produkte am 1. Dezember drin enthalten, und zwar einmal den schwarzen Urwaldpfeffer mit 15 Gramm, das ist einmal dieser hier, und dazu kommt auch noch ein Rezeptheft, würzige Highlights für deinen Alltag. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt zu jedem Produkt bekommen, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist jetzt einfach so ein bisschen nur jetzt für alle Gerichte gültig, zum Beispiel Vanilleblumenkohl mit Himalaya-Salzpyramiden. Sehr lecker aus, ne? Das kann man nicht anders sagen. Da sind ein paar Rezepte drin. Und Wertschätzung vom Feld bis in deine Küche. Da wird noch ein bisschen was von direkt vom Feld erzählt, was die so machen. Und dass es alles Handarbeit ist, liebevolle Weiterverarbeitung. Das finde ich schön, ne? Das ist alles aus einer Manufaktur. Hier kommt das erste Produkt am 2. Dezember von Authentic Blades. Das ist eine Schere. Was haben wir denn hier drin? Eine handgeschmiedete, von Authentic Blades gibt es handgeschmiedete Messer und Scheren. Denn Stück uralte asiatische Kultur, genau. Und das war auch das, weswegen ich den auch bestellt hatte, weil ich das so interessant fand. Die sind äußerst handlich und du kannst sie vielseitig einsetzen. Wenn du erst einmal begonnen hast, unsere Messer zu benutzen, wirst du sie und ihre Schärfe nicht mehr missen wollen. Da bin ich gespannt drauf. Also sowas kann man natürlich in der Küche verwenden. Das ist hier unten auch gummiert. Ne? Und finde ich spannend. Da kriegt man auch noch einen Rabatt, wenn man möchte. In Leipzig sitzen die. Und hier hat man dann auch noch was mit dazu bekommen. Ein Pflaster. Vielen Dank. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Und die kommt hier schön eingeschlagen. Da steht, dass man... Nee, nichts steht da. Gucken wir mal. Ach, das ist ein Schleifstein. Das ist ein Schleifstein. Ja klar, wenn du handgeschmiedete Messer hast, dann musst du die auch entsprechend pflegen, ne? Und damit kann man das dann entsprechend machen. Und dazu hat man noch so ein Tuch. Sieht ein bisschen aus wie ein Brillenputztuch. Und das ist, glaube ich, mit dem Logo von Authentic Blades. Schön. Hier haben wir die Nummer 4. Hier haben wir einen 10-Euro-Gutschein drin. Aber das ist mit einem Mindestbestellwert. Also wird es quasi nicht werttechnisch aufgeführt. Wir haben hier Kurkuma drin enthalten. Gemahlen Bio, 15 Gramm sind hier drin. Und ja, Kurkuma verwendet man ja so in indischen oder in asiatischen Gerichten. Verwenden wir jetzt nicht so viel. Am 15. Dezember haben wir Indian Masala direkt vom Feld hier drin. Das sind 25 Gramm. Das ist halt das, ne? Diese indischen und asiatischen Gewürze finden bei uns leider nicht so viel Anwendung. Hier haben wir auch noch so ein Heftchen dazu, Rezepte und Inspiration. Das hast du wohl wirklich zu verschiedenen Sachen hier mit dabei. Ja gut, Sultans Freude, Frischkäseaufstrich mit Datteln hört sich natürlich super lecker an. Ne? Frischkäse, Feta, Datteln, Kurkuma, Indian Masala, Himalaya-Salz und Schwarzkümmel. Das hört sich lecker an. Vielleicht mache ich das dann doch mal. Und hier habe ich das Schätzelein am 6. Dezember. Ich glaube, da werden wir richtig, richtig glücklich. Also das ist ja richtig geil. Hier hast du so ein Messer drin, ne? Ich weiß nicht, was für ein Messer das ist. Das wird wahrscheinlich online stehen. Das wird sehr, sehr scharf sein. Also ich habe mich eben fast schon am Karton geschnitten. Das finde ich mega nice. Das sieht auch richtig rustikal aus. Das sieht einfach so... Wisst ihr, das macht einem Laune, so rustikal zu kochen und so was zu machen und so. Ich finde das klasse. Schön. Das ist übrigens super leicht, das wollte ich mal kurz nochmal gesagt haben. Ne? Also das Holz hier, super, super leicht. Da kannst du bestimmt super mit hacken, schneiden, was auch immer in der Küche arbeiten. Das ist krass. Und das sieht so crazy aus. Ich will das... Oh. Ausprobieren. In der Nummer 7 haben wir, das ist auch eine Kräuterschere, ne? Das ist ja auch cool. Kenne ich noch gar nicht sowas. Sehr nice. Sehr, sehr nice. Finde ich total cool. Und das ist halt wirklich Handarbeit, ne? Das ist halt mal echt was ganz, ganz anderes. Ja, das ist
sehr scharf. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Und sie enthält ein Punschgewürz mit 10 Gramm. Und das finde ich richtig nice. Und man fühlt richtig, dass hier entweder eine Zimtstange drin ist oder irgendwas anderes Supernatürliches. Also das ist kein kleines gemahlenes Pulverchen. Das ist schon richtig cool. Auch von direkt vom Feld, ne? Auch in der Nummer 9 dürfen wir uns über ein Gewürz freuen. Da haben wir auch wieder einen 20% Gutschein, aber das ist, Moment, nicht an irgendein Mindestbestellwert geknüpft, steht hier. Aber trotzdem, das ist halt einfach ein 20% Gutschein. Purpur Basilikum habe ich hier drin mit 5 Gramm. Ja, also Basilikum, ne, das kann man dann verwenden, wenn man zum Beispiel so Tomate-Mozzarella macht oder generell, wenn man irgendwelche Tomatengerüchte macht, kann man das damit reingeben. Ich dachte erst, es wäre irgendwie ein Stück Holz oder so. Aber in der Nummer 10 darf es mit einer Messerabdeckung weitergehen. Und offensichtlich heißt das Messer, was wir hier drin hatten, Tank. Okay, hi Tank, schön dich kennenzulernen. Du kommst jetzt erstmal hier in die Abdeckung rein. Das geht. Was nicht passt, wird passend gemacht. Ist auch super wichtig. Oh, der 11. Dezember enthält eine Gewürzmischung, die sich nennt Midsommer. Auch ganz interessant. In Kooperation mit Markus Semmer. Den kenne ich nicht. Das sind 20 Gramm. Das ist eine Gewürzmischung für Fisch, Fleisch und Gemüse. Und ja, so schaut das aus. Und wir haben hier auch noch einen kleinen hier, ein Rezeptebuch hier mit am Start. Aber das ist echt süß gestaltet, muss man wirklich sagen, weil das fängt hier an mit, was verbindest du mit dem Sommer? Dann wird so ein bisschen was geschrieben. Midsommer-Vinaigrette kannst du machen, schnelle Midsommer-Fischsuppe, Midsommer-Gnocchi-Pfanne mit Seelachs. Schön. Die Nummer 12 enthält etwas ganz Klassisches und zwar Himalaya-Salzpyramiden ohne Zusätze, 15 Gramm. Sowas finde ich auch super, ne? Das ist halt auch was ganz Praktisches. Das kannst du auch theoretisch ja generell so in deinen Salzstreuer reinmachen oder in deine Salzmühle, ne? Schön. Also auch die Gewürze, die hier drin sind. Ich dachte erst, das könnte ein bisschen schwierig mit uns werden, mit dem Indischen oder mit dem Kurkuma, ne? Aber es ist wirklich schön abwechslungsreich. In der Nummer 13 haben wir ein Kameliensamenöl mit 10 Millilitern. Das ist wahrscheinlich auch extra in so einer Sprühflasche, damit man das so auch in die Pfanne reinsprüht. Weiß ich nicht, ne? Muss man da mal herausfinden. Finde ich aber ziemlich cool eigentlich. Ist auch eine Glasverpackung. Am 14. Dezember haben wir Jalen's Zimt drin. Ganz klassisch schönen Zimt. Finde ich super, auch passend für den Adventskalender, ne? 15 Gramm. Und da steht auch immer drauf, wo das herkommt und so. Also das ist schon sehr, sehr nice gemacht. Und das wird dann demnächst verwendet werden, entweder zum Backen oder um Zimtzucker zu machen für den nächsten Milchreis. Das finde ich cool. Auch das ist ein Gewürz, was man halt echt viel verwendet. Paprika Tapte Corti. Das ist eine sehr alte Paprikasorte offensichtlich. Kommt aus den Balearen und enthält 15 Gramm. Ja, also ich hätte es noch schöner gefunden, wenn das halt nicht in diesen Tütchen gewesen wäre. Aber so lassen die sich halt auch wirklich ganz schön und einfach so hinstellen. Ne? Aber alles ist gut. Und was ich aber gut finde, ist, dass die hier halt diesen Zipper mit dabei haben. Das haben andere Gewürzkalender halt echt nicht. Und hier hast du ja nicht nur Gewürze drin, sondern halt auch echt diese coolen Messer, wovon auch gerne mal wieder weitere kommen können. Ne? Hier haben wir am 16. Dezember das nächste Messer drin. Und zwar ist das von Authentic Blade. Ja, natürlich. Ein Handmesser, sage ich jetzt mal. Ich weiß nicht, ist das ein Gemüsemesser dann quasi, beziehungsweise so für ich schäle mir einen Apfel oder sowas, ne? Es ist, weiß ich nicht. Dafür würde ich es auf jeden Fall sehen. Aber wie abgefahren sind diese Stiele? Die sind so leicht, also auf gar keinen Fall in die Spülmaschine packen, ne? Ist, glaube ich, klar. Richtig, richtig geil. Ich hoffe, dafür haben wir dann auch noch so eine Abdeckung, dass man das halt auch besser verstauen kann. Mega nice. Eine Woche vor Heiligabend möchte ich euch endlich mal dazu raten, dann auch, wenn ihr den Adventskalender habt, zum einen ihn immer sehr, sehr vorsichtig zu öffnen. Klar, die sorgen dafür, dass das jetzt nicht irgendwie, ne, dass du da nicht dran packst und dann schneidest du dich. Aber würde ich halt empfehlen. Und ich würde es auch nicht irgendwie in Greifnähe von Kindern haben, weil wenn die dann doch irgendwie den aufmachen wollen und dann haben die auf einmal ein Messer in der Hand. Ist ja irgendwie ziemlich uncool. Am 17. Dezember habe ich hier dieses Mirikidi-Gewürz in Kooperation mit Markus Semmer, 25 Gramm, für Wild, Gemüse und Pilze. Oh, sowas finde ich auch in so einem Adventskalender super, super toll, weil es wahrscheinlich einfach auch ein bisschen herzhafter ist. Ja, du hast hier Wacholder, Koriander, Kakao, Senf, Urwaldpfeffer, Rauch, Thymian. Sowas hast du hier drin, ne? Das ist richtig geil und das kann man auch wirklich in der Zeit gut gebrauchen. Da hat man ja auch eher die deftigen Gerichte. Und hier hast du auch noch Rezeptinspirationen wieder mit dabei.
Das ist echt auch so schön gemacht. Also man merkt ja einfach auch, dass man 119 Euro dafür bezahlt hat. Ne? Das ist kein Killifit oder so. Linseneintopf mit Mirikidi Rub. Da kann ich mir vorstellen, dass mein Freund das nachkochen wird. Der ist ein absoluter Linseneintopf-Fan. Und ich banause, hole dann das Apfelmus raus und mach's mit rein. Am 18. Dezember haben wir einen fermentierten Urwaldpfeffer mit 20 Gramm hier drin. Das finde ich auch nice. Die sind immer ein bisschen intensiver und edler halt auch einfach. Ne? Das sind ganze Pfefferkörner, die sind fermentiert. Finde ich mega nice. Also das ist richtig cool. Ja, also mit jedem weiteren Kläppchen holt er mich immer mehr ab. Ne? Was bin ich denn jetzt hier eigentlich? Ich bin bei der 19. Leute, herzlich willkommen in der Weihnachtswoche, ne? Italienischer Knoblauch, geschnitten Bio, 15 Gramm, richtig geil. Auch sowas, ne? Kommt bei uns ständig in Einsatz. Und ich finde es auch cool, dass wir hier sowohl Gewürzmischung mit drin haben, als auch dann halt relativ, ja nee, nicht relativ, sondern einzelne Gewürze, dass man sich das dann auch selber so zusammen mixen könnte, wie man das haben möchte. Finde ich super. Super, 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 super. Am 20. Dezember, herzlich willkommen im 20er Bereich, haben wir Berg Oregano drin enthalten mit 5 Gramm. Kann man auch für wirklich alles Mögliche verwenden. Für uns ist es halt klassischerweise einfach ein Pizzagewürz. Und ja, schön. Also super. Auch wenn wir Oregano im Garten haben, aber ne, den muss ja auch erstmal ernten, trocknen, tralafitti. Und da hat man den jetzt einfach schon hier und in sehr hochwertiger Art und Weise, glaube ich. Weil überall hast du ja auch dieses DE Öko 006 mit drauf, ne? Wahnsinn. Das finde ich ja geil. Am 21. Dezember haben die hier eine ganze Vanilleschote reingepackt. Das finde ich richtig cool. Ich glaube, es gibt viele, die noch keine echte Vanilleschote gesehen haben. Wisst ihr, was ich meine? Ich weiß noch, als ich das erste Mal mit meiner Mama auch eine echte Vanilleschote im Laden mal gekauft habe und dran gerochen habe und gesagt habe, bah, was ist das denn? Ne? Dann sagt sie, ja, das ist das, die leckere Vanille. Und du nimmst ja nur das Mark halt. Du kannst aber auch da, zum Beispiel, wenn du das Mark entnommen hast, kannst du daraus ja auch Vanillezucker selber machen. Einfach Zucker, Vanilleschote ausgekratzt halt rein. Ne? Und dann hast du Vanillezucker im Laufe der Zeit. Das feiere ich gerade. 2 Tage vor Heiligabend haben wir den baskischen Chili hier drin enthalten mit 10 Gramm. Auch das finde ich sehr nice, dass man da halt auch einfach mal ein bisschen nachschärfen kann oder halt eben seine gewisse Schärfe dosieren kann. Ne? Oh, 1 Tag vor Heiligabend haben wir hier Gewürzschokolade drin mit 10 Gramm. Das ist ja süß. Kakaobohnen, Rohrrohrzucker, getrocknete rote Beete abgefahren, Kakaobutter, Cayennepfeffer. Ach was, Salz? Da muss ich mal gucken, wie ich das anwende. Also, wie? Weiß ich nicht. 200 ml Milch nach Wahl erwärmen, Kakaoraspel komplett hinzugeben, kräftig durchrühren und genießen. Das wird dann ja auch ein bisschen schärfer und so weiter sein, ne? Und gesünder, vielleicht. Wow, Leute, am 24. Dezember haben wir natürlich noch ein Messer drin. Und das ist halt auch so ein richtiges Hackmesser. Mit einer richtig spitzen Spitze, ne? Es wäre natürlich schön gewesen, aber das wird man sich dann wahrscheinlich aufgrund der Gutscheine, die man hier drin hat, danach kaufen können, dass man eben auch für diese beiden Messer entsprechend dann den Schutz auch mit dazu bekommen hätte, weil die sind ja sehr wahrscheinlich super scharf. Aber wie cool ist das, bitteschön? Finde ich so, so gut. Das ist gefährlich, Claudi. Also generell, was ich hier auf dem Tisch liegen habe, ich kann zu den Messern halt nicht viel sagen, außer dass ich das einfach total feiere. Ne? Dass ich einfach die Empfindung habe, dass es mit sehr viel Liebe und Handarbeit hergestellt wurde. Und Sammy möchte da vorne gerade buddeln. Sammy, das ist Teppichboden, da kannst du nicht buddeln. Tut mir leid. Und also ich kann diesen Adventskalender halt echt empfehlen. Es haben auch viele von euch mir den mal zugeschickt, dass ich mir den mal angucken sollte. Und da hatte ich ihn aber schon bestellt. Und ich finde, wir haben hier echt coole Sachen drin enthalten. Und also wirklich, das ist ein toller Adventskalender. Da habe ich nichts dran auszusetzen. Natürlich sind Geschmäcker verschieden, sodass dann das ein oder andere vielleicht nicht passt vom Gewürz her. Aber im Großen und Ganzen kommt doch, glaube ich, der große Wert dann ja auch von den Messern her. Und die sind einfach toll. Also, ich mag den. Weiß ich nicht. Kann ich wirklich nicht anders sagen. Ich glaube, auch mein Freund wird sich echt wundern, wenn ich ihm das gleich zeigen werde und sich auch mega darüber freuen. Und ja, schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Ich setze euch einen Link dazu mal, also nicht zu den Kommentaren, sondern zu dem Adventskalender in die Infobox. Und dann wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal.